Herzlich willkommen zurück, liebe Schoncoolen Freundinnen und Freunde unserer World of Warcraft. Mein Name heißt Andres von Schoncool und ich bedanke mich für die riesige Resonanz in meinem letzten Video zu dem Thema Blizzard vs. Goldmaker und Auktionshaus Throttling, Drosselung. Ich habe das alles gelesen, was ihr geschrieben habt. Die Emotionen gingen ja so ein bisschen hoch und runter und hin und her. Und ich habe jetzt absichtlich einen Tag gewartet, weil ich die Rolle rückwärts, die Blizzard gestern gemacht hat, gerne kommentieren möchte. Auch so ein bisschen für diejenigen unter euch, die das jetzt nicht alles im Detail nachverfolgen, aber irgendwie auf dem Stand bleiben wollen. Blizzard hat, nachdem sie nun hier ja groß für mich erstmal plausibel erklärt haben, warum diese Drosselung kommt, die totale Rolle rückwärts gemacht mit der Frage, was hat sich jetzt eigentlich geändert und sind die Gelegenheitsspielerinnen und Spieler unter euch, die das Auktionshaus nutzen wollen, nicht nach wie vor komplett weg vom Fenster und weiterhin beerdigt im Sarg namens Last in First Out, dieses LIFO. Ich sehe nicht, dass ihr die Möglichkeit habt, euch auch aus euren Gräbern zu erheben, weil Bekloppte wie ich euch nach wie vor komplett rausschießen werden aus den Märkten, denn Blizzard hat, was das angeht, nichts geändert. Was ist denn eigentlich passiert? Sie haben die Rolle rückwärts gemacht und haben gesagt, liebe Leute, ja, wir haben das jetzt komplett entschärft. Sie haben ja von diesen Adjustments gesprochen und sie haben jetzt mit Ausnahme der Cancel Operations eigentlich das Ganze gelassen wie bisher. Das heißt, wenn jetzt nicht gerade innerhalb einer Minute mehr als 100 Auktionen für einen Cancel Scan durchgeht, seid ihr da safe. Und da stelle ich mir die Frage, was soll das? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ihr wollt Feedback haben, wie sich das jetzt anfühlt. Okay, gehen wir mal ganz kurz auf das ein, was Gumdrops geschrieben hat im Economy Reddit für das TSM-Team. Hat das nochmal ein bisschen zusammengefasst, ne? Und jetzt haben wir hier diese 100 Searches per 60 Second, also 100 dieser Query-Anfrage. Und dann kommt halt sowas wie eine gefühlte Pause, eine Drosselung. Ihr habt eine akute Verzögerung. So. Und jetzt ist aber, und deswegen verweise ich auf mein letztes Video, wir haben ja eigentlich genau richtig gelegen, denn im Fokus, ja, in diesem ganzen Geschwurbel hier, war ja diese Add-on-Driven Automation. Was sie gemeint haben, war der Trade Scan Master, ohne ihn hier zu benennen. Abstrakt, generell sind sie geblieben, konkret gemeint haben sie Trade Scan Master und vielleicht auch die Sniping-Funktion. Und was ich jetzt sehr mutig und kühn finde, das Trade Scan Master Team wird mit Iteration 4 den Sniper wieder aktivieren. Mit dem Hinweis, Blizzard, wir wollen den Dialog mit euch, bitte geht doch auf uns ein. So, kam kein Bild, kein Ton, keine Reaktion. So, und jetzt stelle ich mir allerdings die Frage, nachdem ich das jetzt gestern getestet habe und ich nehme jetzt einen Warenkorb von den neuen besten Verzauberungen aus dem BFA-Content. Ich lasse die ganzen Twink-Verzauberungen, sowas lasse ich jetzt mal alles raus. Vier Bündnisverzauberungen nehmen wir. Wir nehmen dann die drei besten Navigationsverzauberungen und Kraftmultiplikator und Brillanz des Maschinisten. So, und dann erstelle ich mir eine Gruppe. Hab da also 9 dieser Verzauberungen und kann jetzt innerhalb einer Minute 10-mal diese Cancel Relist Scans und Einstellauktionen durchführen. 10-mal in einer Minute. Wie und wann genau haben jetzt eigentlich Casuals Gelegenheitsspieler eine Chance im Verzauberungsmarkt, wenn ich den Markt komplett in den Schlitzkasten nehme in der Zeit? Ihr seid weiterhin raus, liebe Casuals, sorry. Ihr habt keine Chance und ich hätte das begrüßt. Ich hätte begrüßt, dass ihr gegen Irre wie mich eine Möglichkeit habt, weil ich nicht die Chance habe, diese Auktionen zu spammen, die ich weiterhin spammen kann. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie ernst muss man das eigentlich nehmen, was Kyvex hier geschrieben hatte? So, und da bin ich so schwankig zwischen betröppelt und genervt und bin irritiert, weil ich es einfach unglaubwürdig. Verlogen ist jetzt hart, ja. Verlogen ist schon eine sehr harte Unterstellung jetzt auch. Ich komme eher von einer anderen Front, weil das eine suggeriert wirklich irgendwie Absicht, das andere ist eine totale Planlosigkeit. Mir ist nicht klar, was in den Designboards und wirklich in diesen Decisionboards besprochen wird. Holt euch doch Leute dazu, die was von eurem Spiel der Ökonomie verstehen, denn ihr habt hier geschrieben, diese On-Driven Automation gibt jetzt hier diese Competitive Economic Adventure, ja, also einen ökonomischen Wettbewerbsvorteil. Leute, den habe ich jetzt nach wie vor. Ja, meine ganzen Transmog-Aktionen kann ich jetzt hundert- und tausendfach trotzdem wieder einstellen, jemand, was ein Casual ohne TCM gar nicht kann. Ja, dann lasse ich halt die Scancel-Cans weg. Limitiere diese Auktion auf 12 Stunden, ja, und dann kommen sie, wenn ich es ja zum Arbeitsbeginn einstelle, früh morgens, dann laufen sie dann am frühen Nachmittags aus und zum Feierabend habe ich alle in der Post, stelle sie dann wieder ein, so, oder dann halt 24 Stunden, ja, dann wechsle ich das. Dann verändere ich einfach meine Operation und haue sie dann für 24 Stunden rein, bis zum nächsten Morgen, wie auch immer. Ne? Da kann man ja, wir sind ja flexibel, wir Goldmaker, das ist ja das Thema. Wir haben hier unser Adjustment und die Antizipation, ganz einfach. So, und das passt irgendwie nicht, denn ihr habt hier geschrieben. Und das ist der Widerspruch. Nichts von dem. Also einerseits meinen sie die Last, die Datenlast und der Datenverkehr, der dort produziert worden ist. Und die Art und Weise dieser Automation, dieser ökonomischen Wettbewerbsvorteile. Sie sagten hier im Blue Post,
Das ist nicht gut für das Spiel, also die World of Warcraft an sich. Lieber Kayvex, liebes Blizzard-Team, was ihr jetzt gemacht habt, ändert nichts. Gar nichts. Auktionshaus PvP mit TSM schreddert nach wie vor jeden Gelegenheitsspieler und jeden Gelegenheitsspieler. Ja, aha, PvP wird sich weiterhin unter TSM-Usern abspielen, weil diese 100 Auktionen auf oder 100 Anfragen, ja, 100 Anfragen auf 60 Sekunden ist doch ein Witz. Da baue ich mir ganz gezielt und strukturiert Warenkörbe mit Verzauberung, mit den Flasks, mit Buff, mit von mir ist noch ein bisschen Kriegsfrontenabgaben, ein paar Daily-Geschichten. Hatte ich jetzt die Gems irgendwie erwähnt, die packe ich noch rein. So mache ich mir einen separaten Warenkorb für die 400er-Items. Ich mache meinen nächsten Warenkorb für die Glyphen. Einen nächsten Auktionshaus-Char, den meine ich damit immer, der kümmert sich dann um alte Twink-Verzauberungen und alte Vorlagen beispielsweise. Wo bremst uns das aus? Uns Bekloppte? Gar nichts. Und das, ihr Lieben, sind die schlechten Nachrichten für euch Gelegenheitsspielerinnen und Spieler. Ihr seid leider nach wie vor weg vom Fenster. Das ist schade. Ich hätte mir mehr Dynamik gewünscht. Ich hätte mir eine bessere Zugänglichkeit gewünscht. Und schaut euch mein letztes Video noch an. Ja, wenn ihr sagt, Moment, Andreas, das klang im ersten Video anders. Nein, nein, nein. Ich war doch der, der gesagt hat, ey Leute, ich verstehe das. Ich verstehe das, dass das hier echt unangenehm ist für diejenigen, die auch partizipieren wollen, die auch Gold verdienen wollen. Die haben doch gar keine Chance gegen diese ganze Gruppe der TSM-Fraktion und Armee durch die Automation. Wir haben uns die Arbeit gemacht, das eingerichtet. Es bleibt alles, wie es ist. Es bleibt alles, wie es ist. Das AHPVP wird von denen dominiert, die die Zeit und die Möglichkeiten haben. Es ist null bessere Zugänglichkeit für die Casuals. Ja, die Maßnahme vorher hatte eigentlich genau die falsche Zielgruppe bestraft, aber das, was jetzt gekommen ist, verändert im Grunde nach gar nichts. Und diesen Widerspruch kann ich nie nachvollziehen. Und dadurch, dass ich kein Blizzard-Partner bin und sowieso nicht finanziell abhängig von diesen ganzen YouTube-Geschichten, kann ich auch sagen, kompletter Fail, Blizzard. Kompletter Fail. Nicht nachvollziehbar, überhaupt nicht konsistent, also inkonsistent ist es und ich erkenne das Konzept nicht dahinter, ich verstehe die Idee nicht dahinter. Holt euch das nächste Mal doch mal Profis, die was von der WoW-Ökonomie verstehen, vielleicht einfach daran und dazu. Es macht keinen Sinn. Ich hörte viele Ideen, wie man Bekloppte wie mich wirklich limitiert und drosselt und ich trotzdem mein Gold machen kann. Aber auch ja, dieses Last in, First out vielleicht so ein bisschen entschärfen kann, denn das, was jetzt passiert ist, alles bleibt wie bisher. Und daher die Frage, was war jetzt eigentlich das ganze Bohai die letzten 2, 3 Tage? Was genau hat das gebracht, Blizzard? Außer gar nichts. Außer, dass jetzt 100 Auktionen, Query-Suchanfragen, Cancel-Anfragen pro 60 Sekunden jetzt gedrosselt werden. Nach 100 habt ihr eine akute Verzögerung. So, Thema durch. Ich verstehe es nicht. Aber ihr wisst jetzt Bescheid, ihr seid auf den Stand gebracht. Viele von euch werden jetzt überhaupt keine Änderungen feststellen. Und ich sage all denjenigen, die jetzt eigentlich schon am Feiern waren, sagen, jetzt geht's den Goldmeckern an den Kragen, nö, kein Stück. Es fühlt sich sogar so an, dass die Auktionen jetzt noch viel schneller gelistet werden als vorher. Toll, wie man uns also beschnitten hat. Und alle, die gesagt haben, so als nächstes geht's den Multiboxern an den Kragen. Leute, vergesst es. Ja, das wäre eine Entscheidung gegen das Blizzard-Business und jeder Multibox-Account, der sich die Marke kaufen kann, die Spielzeit kaufen kann, hat draußen jemanden, der für 20 € oder $15 die Marke kauft. Leute, vergesst es. Also, das sehe ich nicht. Das wäre eine Entscheidung wider der Blizzard- und Activision-Logik. Sorry. Ja, also betreibt selber Multiboxing, partizipiert daran, dass man damit ziemlich einfach Marken und Goldcaps farmen kann. Aber das Jammern darüber bringt nichts, Leute. Das Thema ist durch. Ja? Seit 15 Jahren haben wir Multiboxen und das gehört zur WoW. Ich könnte verstehen, wenn man sagt, das gehört nicht in die WoW. Ich kann es total nachvollziehen, dass man sagt, das gehört nicht an ein MMO. Ey, aber solange das eine Möglichkeit ist, weiterhin super viel Gold zu machen über diesen Mechanismus, partizipiert, macht da mit oder ihr müsst damit leben. Und ich kann verstehen, dass man sagt, das ist doof, Multiboxen gehört nicht in die WoW. Aber glaubt mal nicht, dass durch diese Änderung und diese Geschichten hier irgendein Zusammenhang mit den Multiboxen besteht, Leute. So, und das war vielleicht der logische Fehlschluss, den manche hatten. Das wollte ich auch nochmal kommentieren. Und ja, damit sind wir durch. Ich wollte jetzt genau unter 10 Minuten bleiben. Ich hoffe, das war jetzt soweit erstmal wieder interessant. Hat die Informationen für euch aggregiert, all diejenigen unter euch, die das jetzt nicht so verfolgen. Aber dem Grunde nach, ja, es bleibt alles so. Ja, wir haben jetzt hier diese 100 auf 60 Sekunden. Habe ich also meine neuen Verzauberungen. Die kann ich also nur 11 Mal in einer Minute canceln oder nochmal relisten. Mensch, wie mich das ausbremst. Ganz schlimm. Ich habe jetzt, glaube ich, ganz große Probleme, weiterhin meine 200.000-300.000 Gold zu machen, jeden Mittwoch mit Verzauberung. Ach, wartet, habe ich nicht. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Besucht uns im Community Discord. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und tschüss.